bin Benjamin Klintwort, mache eine Ausbildung zum Elektroniker in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik bei der Firma H&K Haustechnik. Auf den Beruf bin ich durch meinen Vater gekommen. Der hat auch bereits schon Elektriker gelernt und mir von dieser Firma erzählt. Und dann habe ich hier ein Praktikum gemacht und hat mir gut gefallen. Meistens treffen wir uns so gegen kurz nach 6 Uhr morgens in der Firma, packen unsere Sachen zusammen, fahren dann gemeinsam auf die Baustellen. Da ist dann der Alltag eigentlich jeden Tag anders. Das geht von Schlitzen und Stemmen über Steckdosen einbauen, übers Verdrahten bis hin zu Abdeckung anbringen. Und je mehr Erfahrungen man sammelt, desto mehr Verantwortung kriegt man und desto mehr verschiedene Aufgaben darf man auch machen. Es fängt an von wegen nur ranreichen bis hin zu Verteilung machen und seine eigenen Baustellen zu installieren. Ich finde es gut, dass jede Baustelle andere Anforderungen hat, beziehungsweise immer neue Sachen dazukommen. Gerade mit der Smart-Home-Geschichte, glaube ich, wird sich in den nächsten Jahren sehr viel weiterentwickeln. Und das Haus wird, sage ich mal, immer selbstständiger und ja, einfacher für die Kunden zu bedienen. Ich habe hier meine Lehre begonnen. 3,5 Jahre dauert die Ausbildung. Und dann durfte ich auch gleich hier bleiben. Ich bin jetzt schon insgesamt 7 Jahre hier. In diesem Beruf, da ist die Spannweite ganz groß. Also man kann noch in die Industrie gehen, man kann sie auch so noch fortbilden, den Meister machen oder noch diverse Lehrgänge absolvieren. Es gibt ja zig verschiedene Geräte, mit denen wir arbeiten müssen und da gibt es auch eine Weiterbildung für. Ich habe schon eine Weiterbildung in Sachen Messen oben und in Sachen Datentechnik. Ich habe aber auch schon für größere Projekte, zum Beispiel eine große Halle, da müssen wir mit der Hebebühne fahren und da brauchen wir auch einen Schein für. Den habe ich zum Beispiel auch schon. Spaß macht mir am meisten die Abwechslung. Mal sind wir eine Woche auf dem Rohbau, mal habe ich auch die ganze Woche im Kundendienst. Also immer mal kleine Arbeiten. Man ist immer wieder auf Neues gefordert und jeder Tag ist anders. Man kann eigentlich über alles reden, auch mit dem Chef. Man kann sich hinsetzen im Büro, miteinander schnacken. Auch mit den Kollegen, wenn die irgendwas haben, dann hilft man denen wie in der Familie. Thank you.